Zum Glück ist Freitag. Der ganz normale Wahnsinn von der Woche mit dem Fabian Unterrecker und seiner Freitagsrunde. Heute freut es mich besonders, dass die ganze Freitagsrunde wieder bei uns ist. Was auch geschäftliche Treffen sind. Moment mal, geschwind. Das geht nicht. Nein, Herr Bundesrat, jetzt habe ich Ihnen auch das falsche Mikrofon aufgeschaltet. Das tun wir absolut sofort wieder ändern. Ja, das sei ja auch von Corona wahrscheinlich. Nein, es geht nicht. Ich muss noch mal schnell schauen. Also, es tut mir jetzt wirklich leid, ist heute Morgen. Ich verstand es, es ist empörend, aber jetzt muss ich da mal ganz geschwind schauen. Herr Bundesrat. Ja, jetzt ist wieder das Mikrofon offen. Es ist das Krisenmanagement auch bei der Moderation, die ich selbst bei Corona gemacht habe. Aber stellen Sie sich die Frage nochmal. Jawohl, ich habe einfach gesagt, ich bin sehr froh, dass die ganze Freitagsrunde wieder bei uns ist, inklusive Ihnen. Ich bin geehrt. Es freut mich, solche geschäftlichen Treffen sind mit dem nötigen Abstand kein Problem. Wir dürfen jetzt wieder ein bisschen cooler werden. Aha, nein, ich meine, für Sie. Ja, nein, ich meine nicht wegen dem Coronavirus, Herr Bechse, sondern weil viele Leute am heutigen Freitag eben Brücke machen. Oh, stummes Zeug, die Brücke, Frau Wegeli. Von Darm und Eber ist der ganze Lockdown schon eine einzige Brücke. Eine grosse Brücke sein. Die Männer und Frauen müssen keine Brücke machen, sollen arbeiten. Wir brauchen sowieso nicht noch mehr Brücken in diesem Land, gell, Christoph? Sondern Mauern gegen Ausländer, Viren und den ganzen Kabis. Wäre das Ihr Parteiprogramm, wenn Sie im August als neuen SVP-Präsident gewählt würden, Herr Glarner? Mehr Mauern, das kommt uns doch irgendwo her bekannt vor. Ja, man muss das, was die Schweiz ausmacht, gut schützen. Gut, ich sage, ein Zerwoll hat ja auch Haut. Jawohl, aber wir schweifen jetzt ab. Ich wollte eigentlich wissen, was Sie so machen an diesen Auffahrtstagen. Ja gut, meine ist klar. Ich gehe vielleicht mit der Familie noch spontan in den Süden, oder? Ins Tessin, wie so viele andere, Roger Federer. Ja gut, nein, mit dem Privatjet auf Dubai, oder? Also ich finde, Auffahrt ist immer noch besser als Abfahrt, weil Abfahrt ist anstrengend. Carlo Bianca, was sagen Sie eigentlich dazu, dass das legendäre Lauberhornrennen soll aus dem Weltcup-Kalender gestrichen werden? Oh, das ist kein Problem. Dann mache ich zwischen Adelboden und Kitzbühel einfach Bruck. Zum Glück ist Freitag. Der ganz normale Wahnsinn von der Woche mit dem Fabian Unterrecker und seiner Freitagsrunde. In der Corona-Krise hat der Bundesrat lang ohne Parlament regieren können. Parlamentarier von links und rechts findet, der Bundesrat habe zu viel Macht. Lieber eine anständige Pandemie als eine ausgehebelte, Achtung, Demokratie. Um was geht's? Die Weltwoche hat recherchiert und herausgefunden, dass es im Bundesrat einen Putsch gegeben hat. An der Spitze von dem Land steht jetzt der Herr Koch. Ja, wie gesagt, das finde ich eben auch komisch, dass ein Koch bestimmt, ja wenn die Beize wieder ja, aber wie gesagt, ja, ich verstehe ja nicht viel von der Politik. Aber das Wichtigste hast du begriffen, Baschi. Den Rest kannst du in der Weltwoche lesen. Ich muss ihn Ich muss das ist ja gar nicht Levra, sondern Berse. Ich muss Ihnen entschieden widersprechen, Herr Köppel. Wir können im Bundesrat nicht machen, was wir wollen. Wir haben in dieser ganzen Krise immer darauf geachtet, dass Sie nicht mehr Macht haben als seinerzeit General Gisson. Ich muss Kollege Berse zustimmen. Ich finde es unerhört, dass die Schweizer Landesregierung mit einer Diktatur zu vergleichen ist. Das gehört sich nicht. Diktatoren tragen im Gegensatz zu uns Bundesräten schöne Kleider und ganz viele Orden. Wir tragen keinen einzigen Orden, nur einen Badge fürs Bundeshaus. Ja, das ist richtig, Frau Keller-Sutter, aber... Und wir sind nicht mal die Einzigen, die solch einen Badge haben. Er hatte ja auch mal einen. Der Schnee von gestern, Baby, der Badge, den mir der hohe Priester von SVP gegeben hat, ist schon längstens nicht mehr gültig. Darum habe ich jetzt ein Gitarrenblättchen daraus geschnitzt. Weisst du, mit mehr Dreck? Oh, das klingt sicher sehr... magistral, Chris von Rohr. Aber zum Schluss vielleicht noch schnell ein anderes Thema. Die Sommer-RS wird trotz Corona ganz normal durchgeführt. Ja, so ganz normal, nicht freinägelig, gell? Wir haben für unsere Soldaten ein Schutzkonzept entwickelt. Beim Antreten heisst es nicht mehr Achtung, sondern Abstand. Das geht da uns von RSB, jetzt bin ich dran, so wenig weit vermehrt. Für den Schutz unserer Soldaten vor einer Ansteckung ist zentral, dass in der Pause jeder nur an seinem eigenen Joint zieht. Hallo, was ist jetzt los? Nichts Schlimmes. Als er das gehört hat, ist der Baschi gerade rausgelaufen. Ich glaube, er meldet sich jetzt freiwillig für die Sommer-RS. Zum Glück ist Freitag mit dem Fabian Unterrecker. Alle Folgen auch immer online als Video oder Podcast. srf3.ch
www.srf.ch.